Willkommen hier aus Großbritannien. Es geht zu einem vollkommen verrückten Rennen in unserer F2 2021er Season. Mit Oscar Piastri. Und was soll ich sagen? Heute wird es ordentlich zur Sache gehen. Wir müssen eine mega Aufholjagd starten. Und ja, eigentlich wie immer. Aber trotzdem wird es mega hart, hier im Sprintrennen irgendwas zu reißen. Abonniert den Channel gern kostenlos. Macht gern Däumchen nach oben weg. Und hier haben wir Silverstone. Eine ziemlich tolle Strecke, sehr traditionell. Zwei DRS-Zonen. Und ja, viele Kurven, aber alles Highspeed-mäßig. Schaut auch gerne auf Instagram, TikTok vorbei. Links wie immer alle unten in der Bio. Und ich bin mega gespannt. Wir sind ein bisschen abgerutscht. Nicht mehr in den Top 3 der WM, aber das wird sich ändern. Also wir sind ja nur 4 Punkte hinten circa. Ich fahre die Qualifyings nie und deswegen verliere ich da immer die 2 Punkte. Deswegen bin ich jetzt auf den 4. Platz abgerutscht. Aber ich hoffe, wir können nach diesem Qualifying wieder entweder Erster oder in den Top 3 wenigstens sein. Und hier beginnt der Start des großen Preises oder des Sprintrennen vom großen Preis von Großbritannien. Unser Start, wie immer zu erwarten, mega schlecht. Also wirklich mega schlecht. Und hier ist vielleicht gar nicht so schlimm, weil erste Kurve Silverstone ist sowieso immer ein bisschen tricky. Hier 4 Autos nebeneinander und da kracht's. Ja, hier, Wiskal hatte keinen Platz mehr, musste dann ein bisschen vom Gas gehen. Den haben wir hier locker schon mal. Ein bisschen weiter außen fahren, später bremsen. Und hier ist eine kleine Lücke zwischen Fittipaldi und Beckmann. Da gehen wir rein. Halleluja. Hat's uns hier weggeschwafelt. Aber nicht nur das, sondern da ist gleich mal Beckmann in uns reingefahren. Hier auch wieder, ich bin gar nichts mehr gewohnt hier beim Fahren. Jetzt geht es wieder beim Rausbeschleunigen. Hier ein bisschen das Auto gefasst. Die Reifen ein bisschen heiß geworden. Dennoch hier aus dem Windschatten von Nisani raus. Rein hier, oh mein Gott. Wheel to Wheel oder Wheel Banging. Trotzdem geht es hier auf den 15. Platz raus. Das war ein guter Start, gute erste paar Kurven. Ob es eine gute erste Runde wird, werden wir natürlich erst am Ende sehen. Die erstes werden natürlich noch ein bisschen wichtig sein, um zu sehen, wie wir hier uns halten können. Solla, Cops Corner, wunderbar gefahren. Hier ein bisschen Zeit gegen Schau verloren. Gegen Schau, ich weiß nicht, wie man ausspricht. Ich sage immer Su zu ihm, aber natürlich hat jeder einen Namen. Wir sind am Ende der Runde und jetzt geht's an Su hier dran. Wunderbar und wunderschön vorbeigegangen. Samaya führt da anscheinend den Grand Prix an, aber auch Schwarzmann ist weit vorne. Er ist natürlich immer stark. Der ist wirklich, in jedem Rennen ist der Junge stark. Das macht mich natürlich auch stolz, dass wir da natürlich immer auf ihn zählen können. Salah, Zendeli, der Deutsche, außen. Innen gehen wir vorbei. Ich bin außen, wollte ich sagen, ein bisschen schneller mit mehr Schwung rausgekommen und konnte dann reinstechen. Okay, Salah, Sato jetzt nächster und da hat er alle aufgefädelt. Wir fahren auf Schwierigkeit 102 wie immer. Und ja, es ist ziemlich tricky. Man muss nicht, jeder Fehler wird dort bestraft mit 1, 2 Zehntel, teilweise sogar eine Sekunde. Aber natürlich, oh, das war perfekt. Mein Gott, war das knapp. Der wird ihn gleich vorbeigehen wieder. Aber wir haben hier natürlich die besseren Karten. Das war echt knapp mit Pocher hier, dass wir ihn dann nicht voll hinten drauf geklatscht sind. Trotzdem war es ein tolles Überholmanöver. Wenn ich nicht viel zu spät auf der Bremse gewesen wäre. Aber wahrscheinlich wäre ich dann noch nicht vorbeigekommen. Trotzdem hier, Oscar. Okay, jetzt gehen wir mal zu Replay vom Start über. Wir sind das hintere linke Auto, das ja förmlich beim Start gestanden ist. Aber das war mir auch irgendwie klar. Ich meine, was soll ich da auch machen? Es war jetzt nicht gerade der beste Start. Nein, wir waren das hintere rechte Auto, sorry. Die erste Kurve war ordentlich. Wir sind hier direkt an einem dran gekommen. Und dann hier, ja, gleich mal 3, 4 Plätze in einem, ja, aufgeholt und in einem Schlag überholt. Ja, hier, da ist uns ein bisschen, da ist uns auch das Heck gekommen und Beckmann, ja, konnte das auch nicht stark regieren und ich glaube, ich habe mich vertan. Ist er, hier gibt es eine Überschreitung. Okay, ich gehe eigentlich immer vom Gas und lenke dann gleich auf der gleichen Geraden wieder rechts rüber, aber trotzdem gibt es hier anscheinend irgendwie, Track Limits. Ich weiß nicht genau, ob das nicht schon Schwarzmann da hinten war. Ich fahre immer gleich 2 Rennen am Stück und da in meiner Erinnerung vermischt sich da manchmal das Hauptrennen und das Sprintrennen ein wenig. Trotzdem kommen wir hier schön an Aitken dran. Jetzt gehen wir das erste Mal endlich durch die erste durch in der dritten Runde. Ja, und dann perfekt, ja. Das war okay. Hier ist der Exit natürlich wichtig, weil da geht es mit der Geraden los und DRS, ja, das war jetzt nicht optimal. Der hat da ein bisschen getrödelt und deswegen war es jetzt auch nicht so schön. Schnellste Rennrunde gehört auch aktuell uns, Lila im zweiten Sektor. Das ist natürlich vielversprechend. Hier gehen wir rein. Oh, das war hart. Der hat da zugelenkt. Der hat gar nicht damit gerechnet, dass wir hier
draufgehen. Und habt ihr es gesehen, jetzt konnte ich auch, obwohl ich mit den allen vier Rädern drüber war und auch wieder vom Gas runter und bin sogar noch später wieder zurück auf die Strecke und jetzt hat es eigentlich gegolten. Keine Ahnung, was da großartig den Unterschied macht. Ich glaube, Lunkert führt jetzt den großen Preis an und hat uns jetzt auch die schnellste Rennrunde weggenommen. Wir haben hier Motorschaden und dürfen aber nicht an Dan TikTok vorbei. Jetzt geht's wieder, jetzt ist grün, aber jetzt habe ich mich verbremst. Das war natürlich jetzt sehr, sehr dumm. Und da will gleich der Nächste vorbei hier. Ja, sag ich ja, ein dummer Fehler und das kann direkt schwere oder blöde Folgen haben. Ich war eigentlich an Armstrong dran und habe auch das erste Mal probiert, an Armstrong vorbeizufahren. Bei der gelben Fahne dachte ich mir, okay, wenn der so blöd ist und hinterher fährt, ja, aber nein, ging nicht. Und jetzt verliert Armstrong gleich mal zwei Plätze. Ja, ich hänge mich da gleich mal an TikTok dran, der hier ja sehr, sehr spät und irgendwie aggressiv rüberlenkt. Aber wie gesagt, ich wollte auch zuerst vorbeigehen, wurde aber dann gestrikt. Also ich hätte den Platz zurückgeben müssen, habe ich mir gedacht, ich respawn lieber und zeigt das Ganze von meiner Sicht hier nochmal. Sala! Und jetzt sind wir auch an TikTok, ja, mehr oder weniger dran. Wir hätten ihn direkt überholen können, wenn ich Depp mich nicht da unten verbremst hätte. Also das wäre um einiges einfacher gewesen. Jetzt sind wir auch 3,4 Sekunden hier von der Whale weg, von seinem Teamkollegen. Und wir müssen jetzt hier unbedingt aufholen und nicht noch länger hinter TikTok herumtrödeln. Aber die Zeit wird allmählich knapp und ich hoffe, die werden da vorne ein bisschen eingebremst. Das ist... tut mir leid, aber ich glaube, ja, mein Teamkollege, doch, der fährt da vorne. Der fährt vor da... vor der Wella fährt mein Teamkollege. Werden wir gleich sehen, wenn wir TikTok hoffentlich in der vor der letzten Schikane überholen, oder vor allem dieser letzten Kurvenkombination, hier wieder verdammt weit drüber gegangen. Ich spiele mich hier mit dem Feuer und jetzt hier können wir reingehen. TikTok lässt auch hier die Tür auf und hier haben wir Robert Schwarzmann auf dem fünften Platz herum ja, fahren. Trotzdem gut, das muss man, kann man nicht anders sagen, muss man auch würdigen, seine Leistung. Achte Runde, es hat drei Runden gedauert, bis wir dran gekommen, zwei Runden waren es circa, gedauert, bis wir dran gekommen sind. Hier fahre ich immer gerne eine andere Linie und das geht hier auch. Ja, okay, da drückt uns hier, oder der will nicht, dass wir hier vorbeifahren, fährt seine Linie ganz normal, ich fahre einfach mit dem linken Vorderreifen ins Gras rein. Ja, das geht eigentlich immer, die sind dadurch mega überrascht, lenken dann manchmal auch in die andere Richtung, keine Ahnung warum, also das weiß ich nicht, die denken dann, oh, ruinieren wir mein Auto nicht oder so, aber ja, mich freut es natürlich. Und jetzt, wie oft gefädelt fahren die hier, Schwarzmann, dann Wips, dann Lawson, und auf dem ersten Platz ist entweder Lundgaard oder Samaya, oder halt ja, auf dem zweiten Platz. Erster oder zweiter Lunker und Meier. Das funktioniert heute ziemlich gut. Hat natürlich ein bisschen gedauert, bis wir an TikTok vorbei waren und an der Rovala wieder dran waren. Das ist natürlich, das hat ordentlich Zeit gekostet, ist blöd. Ich sehe da unten links bei der Nummer 2, da ist eine riesen Lücke. Bei Cops Corner fahren die gerade mal und wir fahren hier schon, es ist Ende. Und da ist wirklich ein riesen Loch drin gewesen. Trotzdem können wir hier noch an Schwarzmann dran. Vielleicht ist das Podium drin, aber das wären echt noch harte letzte drei Runden. Also ich bin mir da jetzt nicht sicher. Punkte sind allmählich, Halleluja. Ich wollte eigentlich nicht gegen meinen Teamkollegen so hardcore vorgehen, aber der hat uns hier echt die Tür so halb offen gelassen und hat mich da ein bisschen eingeladen zum Überholen. Juri Wips, nein, da gehen wir nicht rein, das wären wir auch hier einfach zu gefährlich. So, letzte Kurve. Großbritannien ist auch irgendwie echt toll zu überholen. Also man kann hier wirklich mega gut überholen. Schnellste Rennen, 67.000stel konnten wir uns verbessern. Und jetzt geht's in die erste Kurve. Zack, auch wieder perfekt rausgekommen. Viel Schwung mitgenommen. Gegen Juri Wips hier wieder von außen ein bisschen, aber hier deckt er ab. Das war auch ein Fehler, dass er da von der Ideallinie runtergefahren ist. Hier können wir jetzt locker vorbei. Der wird auch in kein Konter mehr machen können, weil er selbst nicht gerade den besten Schwung für aus der Kurve Nummer 3 gehabt hat. So, Liam Lawson ist schon unser Ticket aufs Podium. Und wir haben noch zwei Runden Zeit, easy going, ihn hier zu überholen. Ausgang Estes und wir sind hier dran an Lawson, aber auch an Samaya. Ah, Lawson, was sage ich denn nicht drauf? Lawson sind wir schon vorbei. Jetzt sind wir natürlich an Lundgaard hier. Perfekt. Und eine Runde, um Samaya zu überholen. Ich bin gespannt, ob das was wird. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, ähnlich wie bei manch anderen Rennen, kann man auf jeden Fall sagen, es ist ja, eine sehr knappe Geschichte und am Ende wird es viele Diskussionen geben, um das hier jetzt mal ein bisschen ja, zu reden. Schnellste Rennrunde, 80.000stel, nochmal schneller. Es wird ein bisschen viele Diskussionen geben, was gleich in der letzten Kurve passiert. Da will ich ein bisschen zu viel über den Körper, hat es mich leicht weggedreht. Hat uns aber auch näher hier an Samaya dran gebracht, der wirklich das ganze Rennen, oder sagen wir mal, einen Teil vom Rennen geführt hat. Ich glaube auch teilweise hat Lundgaard geführt. Ich sehe es natürlich auch nicht. Also ich kann da auch nur spekulieren, was da alles passiert ist. Und deswegen tut es mir da auch echt leid für Samaya, dass wir ihn vielleicht sogar noch überholen können.
So, da ist schon eine gewisse Aggression zu merken. So, und hier leicht den Kiesbett angeditscht, muss ich fast sagen. Aber ja, das ist noch alles so im Rahmen. Cops Corner ist natürlich echt essentiell wichtig, einen guten Exit hier zu haben. Den haben wir auch. Ich fahre natürlich auch permanent im Windschatten von Samaya. Und jetzt wird es interessant, Leute. Margot, Chapel und Beckett. Ich weiß nicht genau, in welcher Anordnung. Ich glaube, in dieser hier. Und hier die letzte. Ich glaube, das ist Chapel. Raus hier im Windschatten. DRS geht an. Ein bisschen zu weit über den Körper drüber gefahren. Und wir werden uns für innen entscheiden. Aber es reicht hier. Wir kommen durch. Aber ich bin hier viel zu spät auf der Bremse. Er geht innen vorbei wieder. Und jetzt wird es spannend, Leute. Ich hänge mich hinten nochmal in den Windschatten dran. Und ich will vorher. Und er brake-testet uns hier. Er brake-testet uns in der letzten Kurve. Also in dieser letzten Schikane. Ich bin wirklich auf der Bremse schon gewesen und der hat so früh gebremst, hier bremst man normalerweise nicht. Also ich weiß nicht genau, was das war, aber das war schon ein bisschen Dirty Racing hier. Also Halleluja, was der Meier hier gemacht hat, wird wie gesagt Diskussionen auslösen und das war schon hardcore, in der letzten Kurve so ein bisschen gebreak-testet zu werden. Kann man machen, aber ich weiß nicht, ob man das mit dem... Ja, ich weiß nicht. Also, es war okay, aber es war schon sehr, sehr, sehr an der Grenze, muss man sagen, dass Samaya... Ja, ich meine, er ist ein gutes Rennen gefahren. Natürlich verteidigt ich da auch, was geht. Aber ich meine, zu viel ist dann auch zu viel. Es war, glaube ich, noch im Rahmen, aber... Also, es wäre nicht gegangen. Vielleicht ein Ticken früher bremsen in dieser schnellen Kurve, dann wäre ich nicht vorbei gewesen. Und ja, dann musst du halt wirklich länger fahren. Ich bin auch noch die andere Linie gefahren, die Reifen schon mega abgefahren. Deswegen wäre da sowieso nicht mehr drin gewesen. War trotzdem ein tolles Rennen, hat Spaß gemacht ohne Ende. Wir haben immerhin 21 Fahrer überholt. Oder 20 Fahrer, wir sind ja auch der eine. Wir haben 20 Fahrer überholt und das sind ein bisschen aus wie Philipp Eng, muss ich sagen. Er ist nicht mehr der Jüngste, denke ich mal. Ich kenne ihn nicht mal. Also schreibt gerne Kommentare, was ihr von diesen, ja, Verteidigen hält. Das ist schon Verstappen-like Saudi-Arabien oder auch Hamilton-like hier beim Überholmanöver. Ja, egal. War toll, auf jeden Fall. War mega spaßig. Abonniert den Channel unbedingt gerne. Lasst gerne Däumchen rum da und unser Teamkollege ist immerhin noch Sechster geworden. Ja, wäre auch Fünfter geworden, wenn ich ihn nicht überholt hätte. Schaut gerne auf Instagram @t_gaming vorbei, auch gerne auf @t_gaming und auch gerne auf its_tobi. Da gibt es wirklich viel vom Lines. Dafür sind da 10.100 Abonnenten und vielen Dank. Links wie mal in der Bio. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Abonniert den Channel auch hier gerne kostenlos und lasst auch gerne Däumchen rum da. Ciao, bis zum nächsten Mal. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want.